Das Neujahrsbaby im Klinikum Magdeburg heißt Emil Henze. Geboren wurde der putzige Kerl am 1. Januar 2020 um 2.15 Uhr. Kurz nach der Geburt wog Emil 3.420 Gramm und maß 50 Zentimeter. Über den Familienzuwachs freuten sich Mama Jeanette, Papa Lars und seine große Schwester Lara. Im Januar 2019 kamen im Klinikum Magdeburg-Olvenstedt 1.348 Kinder zur Welt. Mädchen und Jungen halten sich hierbei fast die Waage. Unter den insgesamt 1.316 Geburten waren 32 Mehrlingsschwangerschaften.